Wenn man sich mit den Biografien von erfolgreichen Menschen beschäftigt, dann sind das nicht die Mainstream-Typen. Das sind nicht die, die brav studieren, die brav immer das machen, was der Lehrer macht, die brav irgendwie ihren Job erledigen. Das sind diejenigen, die ausbrechen aus dem System. Das sind diejenigen, die es testen. Das sind nicht diejenigen, die brav die Hausaufgaben machen, sondern die sich fragen, wie ist der geringstmögliche Aufwand, um irgendwie so durchzukommen. Wir reden heute über ein Thema, welches vielleicht die einen oder anderen von euch kennen. Wir reden über das Thema Arbeit. Darf ich mal ganz grob fragen, wer von euch nimmt aktiv am Berufsleben teil oder hat schon mal aktiv am Berufsleben teilgenommen? Ja, das ist nicht schlecht. Okay, Frage Nummer zwei. Wer von euch kennt jemanden, der genau das Gleiche behaupten würde, aber ihr wisst ganz genau, von Arbeit haben die keine Ahnung? Frage Nummer drei. Wer von euch gehört zu dieser zweiten Gruppe? Ich hatte so etwas Ähnliches vermutet. Wir kennen die alle, aber wir wollen nicht dazu gehören. Nun habe ich eine kleine Überraschung. Ich glaube, wir gehören da alle dazu. Und das ist abhängig von der Perspektive, aus der wir auf unser Arbeitsleben drauf gucken. Und ich beschäftige mich jetzt seit einiger Zeit schon mit diesem Thema, was ich euch jetzt kurz vorstelle. Eigentlich passt das überhaupt nicht in 20 Minuten rein, aber ich glaube, dass wir da ein bisschen was lernen können. Denn ich glaube, es gibt vier unterschiedliche Typen in der Arbeitswelt. Und wenn wir diese vier unterschiedlichen Typen verstehen, wenn wir kennen, wenn wir wissen, wie die ticken, dann kommen wir, glaube ich, ziemlich gut durch unser Arbeitsleben durch. Beginnen wir mit dem Typus Nummer eins. Ich nenne den mal die Fachkraft. Die Fachkraft, das ist jemand, der in der Regel was gelernt hat, der eine Ausbildung hat oder sich irgendwas angelernt hat, der in der Regel einen festen Arbeitgeber hat, der da hingeht morgens und am Nachmittag oder am frühen Abend wieder geht. Das ist jemand, der einen Beruf hat, der ist Polizist, vielleicht im öffentlichen Dienst, der ist angestellter Friseur, der ist Arzt in der Klinik. Das ist jemand, der irgendwo hingeht, um eine bestimmte Aufgabe zu erledigen. Diese Fachkraft, die tickt nach ein paar Prinzipien. Prinzip Nummer eins, er kümmert sich um die Aufgabe. Prinzip Nummer zwei, er geht dahin, er kriegt ein regelmäßiges Gehalt. Das ist jemand, den es im Prinzip darum geht, diesen Job zu erledigen, den er tagtäglich hat und genau darauf auch seine gesamte Arbeitskraft verwendet. Ich werde das mal kurz demonstrieren, weil man kann das relativ klar herleiten, wie die ganzen ticken. Beginnen wir mit diesem Fachkraft, das ist FK. Und der Fachkraftmensch, der hat im Prinzip eine Maxime. Diese Maxime lautet, ich mache meinen Job. Und dieses Machen des Jobs findet in der Regel sozialversichert statt. Das findet in der Regel einigermaßen, geregelt statt. Wir könnten alle sagen, super, und Achtung, 75% unseres Arbeitslebens befindet sich in diesem Quadranten, bei diesem Typen. Also 75% aller, die jetzt gerade zuhören, die werden sich da wiedererkennen. So, und jetzt gibt es ein paar, die sagen, Moment, nee, so ist das nicht. Es gibt doch auch die anderen. Es gibt doch auch die Bösen. Es gibt doch auch diese Pfui-Bar-Typen, die sogenannten Manager. Das sind doch diejenigen, die immer bei der Arbeit stören, ja? Das sind diejenigen, die sagen, da machst du anders und guck mal, wir müssen neue Prozesse installieren und das geht so überhaupt nicht mit der Arbeit und überhaupt. Und das sind diejenigen, die in der Öffentlichkeit häufig sehr, sehr negativ dargestellt werden und ich möchte jetzt meine Lanze für die brechen, weil die sind gar nicht so böse. Was die aber haben, die haben ein anderes Prinzip im Kopf und dieses Prinzip, wollen wir es kurz aufleiten, das ist der Manager, der sagt, ich sorge dafür, dass es läuft. Und das ist jemand, der also in die Arbeit geht und der erstmal sich um das System kümmern muss. Das ist jemand, der gucken muss, dass diejenigen, die Fachkräfte, dass die auch zusammenarbeiten, also dass die auch Ergebnisse erzielen, die im Sinne der Organisation irgendwie sinnvoll sind. Und es ist völlig klar, dass sich hier natürlich zwei Fronten auftun. Diese Fronten, die mag man nicht so gerne. Also es geht beispielsweise um das Thema Gehalt. Ja, wir wissen, alle Manager verdienen viel mehr. In der Presse wird häufig so kolportiert, das sind die Millionäre, das sind die Ungerechten. Da gibt es so diese typischen Kommunikationen zwischen diesen beiden. Die Fachkraft, die sagt dann so Dinge wie, ja Mensch, du Chef, mein Gehalt steht in keinem Verhältnis zu dem, was ich leiste. Und der Manager sagt, ja, aber wir können dich ja nicht verhungern lassen. Und dann hat man diese beiden Typen hier
Und das führt dann zu so richtigen Kulturkämpfen am Arbeitsplatz und das ist ziemlich schade, weil was die beiden eigentlich unterscheidet, das ist nur, die sind nur auf einem bestimmten Kontinuum auf einer anderen Seite dargestellt. Und ich möchte das kurz darstellen, also das ist ein Kontinuum, das ist eine X-Achse, eine Y-Achse. Diese X-Achse und Y-Achse, die sehen so aus, die auf der Seite, die sind eher operativ tätig und die auf der Seite, das sind die Strategen. Und die Strategen, das sind diejenigen, die sich eben überlegen müssen in der Vogelperspektive, wohin im Laden so die Richtung gehen soll. So, und jetzt Achtung, jetzt wissen wir natürlich alle, dass diese beiden Typen nicht die einzigen im Arbeitsleben sind, sondern dass es auch weitere gibt. Und das sind diejenigen, die ganz anders sind als die beiden. Und jetzt Achtung, so unterschiedlich diese beiden sein mögen, in einer Eigenschaft sind die gleich. Die sind beide angestellt. So, darf ich mal ganz kurz fragen, wer hier im Raum ist angestellt? Und wer hier im Raum ist nicht angestellt? So, und jetzt passen Sie mal auf. Jetzt machen wir hier mal so einen Strich runter, hier von oben nach unten. Hier oben haben wir die Angestellten und hier unten haben wir das, was man, es ist nicht angestellt, ich nenne es mal frei, aber ich nenne das frei in Anführungszeichen, weil wir genau wissen, so richtig frei sind die da unten auch nicht. Und es ergeben sich natürlich vier Quadranten. Also hier oben haben Sie die Angestellten operativen, die Angestellten strategischen, das sind die Führungskräfte, das sind die Manager. Und jetzt gibt es die operativen Freien, wie heißen die? Das sind die Selbstständigen. Und die Selbstständigen ticken wiederum völlig anders. Der Selbstständige, das ist jemand, der etwas kann, der eine Dienstleistung anbietet, der eine Idee hat, der irgendwas besser macht, vielleicht als andere, und der es nicht nötig hat, dafür sich anstellen zu lassen, weil er einen Markt da draußen findet. Es gibt Firmen, die den einkaufen. Es gibt Menschen, die Geld dafür bezahlen, dass der etwas leistet für die. Bedeutet aber, dass die eine völlig andere Art und Weise haben, mit dem Thema Arbeit umzugehen. Also der Selbstständige, das ist jemand, der braucht kein gesichertes Arbeitsumfeld. Er hat ein gesichertes Arbeitsumfeld. Er hat Regeln. Ja? Er setzt die Regeln auf. Er findet Regeln furchtbar. Er hat geregelte Arbeitszeiten. Er hat auch geregelte Arbeitszeiten. Er kennt sowas überhaupt nicht. Ihm geht es um die Aufgabe, ihm geht es um das System. Er hier ist jemand, der sagt, Aufgabe, System ist mir egal, es geht um den Kunden. Und das führt jetzt natürlich zu diesen typischen Problemen, die man als Selbstständiger hat, so nach dem Klischee, Selbstständige arbeiten selbst und ständig. Und ich weiß nicht, ob ihr diesen Witz kennt, der gerade durch die sozialen Netzwerke geistert. Umfrage unter Selbstständigen, was machen Sie in Ihrer Freizeit? 80% verstehen die Frage nicht. 20% schlafen während der Befragung ein. Und das ist auch einigermaßen logisch, weil die natürlich, die sind immer am Arbeiten, die sind ständig, also selbstständig, warum? Weil es geht eben nicht darum, dass man irgendwie Work-Life-Balance macht. Der macht Work-Life-Balance, der macht Karriere, der macht selbstständig. Hier ist Work gleich Life, ja? Aber das Interessante ist, es muss noch nicht mal ein Widerspruch sein, weil wenn jemand selbstständig ist und gut selbstständig und mit Leidenschaft selbstständig ist, macht ihm das Spaß, das nennt er Spielen. Ja? Und also ich habe jetzt mittlerweile diese ganzen vier Quadranten durch, zur vierten komme ich noch. Der Punkt ist, was die meisten nicht verstehen, die vor allem mit diesen oberen beiden Quadranten angestellt sind, man kann auch richtig Bock haben auf das, was man tut. Man kann das richtig klasse finden. Also man kann morgens aufstehen und sagen, hey, yippie, yay, das ist total geil, dass ich heute genau das machen darf, was ich eigentlich machen kann. Und ich selber gehöre zu denen. Also ich bin ein absoluter Berufseuphoriker. Ich liebe diesen Job hier, ich liebe diese Dinge, ich liebe das, was wir hier machen. Und es ist bei mir wirklich so, wenn ich in die Arbeit gehe, finde ich das klasse. Wenn ich 3 Tage Urlaub mache, sorry Leute, das ist kein Persönlichkeitsdefekt, es wird mir stinkelangweilig. Also ich bin ein Typ, ich liege am Strand und ich sage nach 3 Tagen, okay, Palmen. Hm? Ja. Also vor kurzem mit meiner Frau mal auf den Malediven gewesen, nach 3 Tagen, Fische, kann ich nicht mehr sehen. Ja? Und das ist wirklich so. Ich sehne mich dann zurück nach Hause. Und das Interessante ist bei dieser Geschichte, man kann diese Leidenschaft, diese Begeisterung nicht nachvollziehen, wenn man nicht irgendwo das gefunden hat, was einen in seinem Leben voranbringt. Und das ist wiederum eine völlig andere Maxime des Selbstständigen. Ich nenne das mal folgendermaßen. Der Selbstständige sagt, ich mach mein Ding. Wer kennt das? Geht es euch auch so? Könnt ihr das nachvollziehen? Das Gefühl, dass er sagt, es interessiert mich darüber überhaupt nicht, Sozialversicherung. Pff. Wer soll das? Habt ihr das mitbekommen? Vor kurzem wurde, wie das wieder durch die Politik durchschwappte, wir müssen die Selbstständigen alle sozialversichern. Was für ein Scheiß! Das ist Schwachsinn. Wenn ich mir überlege, wie viel Liquidität wir den Neuselbstständigen wegnehmen, wenn wir sowas politisch durchsetzen, das ist Wahnsinn. Das macht Leute kaputt. Ich finde das verrückt. Warum? Weil der Selbstständige eben nicht auf Sicherheit achtet, weil der Selbstständige eben risikoorientiert ist. Der kriegt ein Gehalt, der kriegt ein Gehalt, der muss auf ein Ergebnis erzielen.
Und dieses Ergebnis, das ist das, wofür er arbeitet. Und dieses Ergebnis ist etwas, was er liebt, was er tut, wo er in Eigenverantwortung drin ist. Und das haben wir heute leider viel zu selten in der Gesellschaft. Und jetzt Achtung, wenn das nämlich funktioniert, und das ist das Schöne dabei, wenn das funktioniert und der Selbstständige ist erfolgreich selbstständig, er liebt das, was er tut, dann kann er, nein, dann muss er nicht in dieser operativen Ecke bleiben, dann muss er strategisch werden. Und dann muss er sich nämlich fragen, Moment, was tue ich denn? Wenn ich diese ganze Arbeit alleine mache, wenn ich die alles alleine mache, dann bin ich meine eigene Wachstumsgrenze. Dann bin ich mein Flaschenhals im System. Und jetzt muss er Folgendes machen, jetzt muss er jemanden einstellen, und zwar wen? Die Fachkräfte. Jetzt muss er jemanden holen, der für ihn arbeitet. Das heißt, der Selbstständige, wenn es gut bei dem funktioniert, ist jemand, der Leute einstellt, der Arbeitsplätze schafft, der die Wirtschaft zum Laufen bringt. Das Verrückte bei dieser Geschichte ist, dass wir diese Selbstständigen in der Regel nicht in der Öffentlichkeit wahrnehmen. Nicht vom Verhältnis her. 75% sind diese hier. 15% sind diese hier. Hier unten auf diese beiden unteren Quadranten. Ach, dazu komme ich gleich noch. So, und wenn es besonders gut läuft, was passiert dann? Er stellt jemanden ein und jetzt wandert er in den nächsten Quadranten. Und dieser nächste Quadrant, das ist der Unternehmer. Und der Unternehmer, das ist derjenige, der hat sozusagen eine Maxime, die heißt, ich baue etwas, das sich lohnt. Das heißt, seine Aufgabe ist, ein skalierbares Business zu schaffen. Er macht nicht nur etwas einmal, er muss etwas aufbauen, was immer wieder gemacht werden kann. Und genau dieser Punkt, an diesen Punkt muss er anders denken. Er darf nicht wie der Selbstständige selbst und ständig denken. Man muss, auf seiner Seite muss man denken, man hat erst dann etwas geschafft, wenn man es schafft, dass etwas geschafft wird, ohne dass man selbst schafft. Und wenn er das geschafft hat, dann schafft er nichts mehr, dann schaffen die anderen. Und jetzt ist ganz spannend, was muss er jetzt machen? Er muss es im Prinzip all diesen hier einfach nur die Ressourcen zur Verfügung stellen, die die anderen brauchen. Und das ist ein sehr wichtiger sozialer Job, das ist eine sehr wichtige soziale Funktion. Und wenn man ein Unternehmer ist, dann ist klar, arbeiten die hier für einen. Dann hat man wiederum völlig andere Art zu denken. Man hat wiederum eine völlig andere Art, in diesem Arbeitsleben sich zu bewegen. Man tickt anders. Ja? Also der ist jemand, der tauscht Zeit, seine Lebenszeit gegen Geld. Der tauscht Zeit gegen Geld. Der tauscht Zeit gegen Geld. Der tauscht Geld gegen Zeit. Der stellt jemanden ein. Dem hier geht es um seine Aufgabe. Dem geht es ums System. Dem geht es ums Produkt und um den Kunden. Dem geht es um den Markt. Um die Marktlücke. Er ist ausgebildet, im Idealfall. Er ist im Idealfall auch ausgebildet, wenn es dumm läuft. Dann hat er keine Management- oder keine Führungsausbildung. Er hier muss im Prinzip nicht ausgebildet sein. Gut, in vielen Berufen, klar, der Arzt, der selbstständige Arzt, der sollte ausgebildet sein. Ne? Der selbstständige Rechtsanwalt, der sollte ausgebildet sein. Der Handwerker sollte, aber Vorsicht, wenn man es ganz einfach runterbricht, in diesen Zeiten der heutigen Wissensgesellschaft. Da gibt es so viele Menschen, die da draußen rumlaufen, die etwas wissen, die ein Wissen vermitteln und die müssen dafür nicht ausgebildet sein. Die müssen eine Marktlücke finden. Und der Markt, sowieso der Markt, das ist dieser hier, das ist derjenige, der im Prinzip einfach nur eine Geschäftsidee finden muss und diese Geschäftsidee auf die Welt bringen muss. Und das Verrückte ist, das funktioniert. Diese vier Quadranten, die funktionieren miteinander. Und ich habe jetzt drei Fazits. Und ich glaube, dass diese drei Fazits sehr, sehr wichtig sind. Erstes Fazit. Wir müssen diese vier Quadranten kennen und wir müssen wissen, in welchem dieser vier Quadranten wir uns selbst am wohlsten fühlen. Weil wenn wir irgendwo arbeiten, wo es uns nicht gefällt, dann fällt uns das auf die Füße. Und das kennt jeder, der schon mal Stress hatte im Job, Frust im Job, wo man versucht hat, irgendwie Zeit totzuschlagen, wo man sich nicht hat vorstellen können, dass dieser Tag irgendwann mal endet. Und da muss man sich fragen, ist man im richtigen Quadranten unterwegs? Also wenn ich beispielsweise an all diese Individualisten denke, die sagen, ach Gott, ich habe ein Problem mit Regeln und mein Chef ist doof und sowas, aber ich habe ganz tolle Ideen. Ja, wenn der so tolle Ideen hat, warum macht er dich denn nicht selbstständig? Oder aber, wenn ich ein Manager bin und ich fühle mich überfordert davon, dass ich Manager bin, dass ich Richtungsentscheidungen machen muss, dass ich strategisch denken muss, ja warum bin ich es dann? Warum werde ich nicht Fachkraft wieder? Häufig sind da diejenigen, die Probleme haben, wenn sie noch irgendwie operativ mitarbeiten. Die vielleicht befördert worden sind, die vorher ganz normale Mitarbeiter waren und plötzlich auf eine andere Ebene gewechselt sind. Das ist unangenehm, das geht nicht. Ja? Also auch hier bitte ehrlich sein. Was bringt es, wenn ich mich selbstständig mache, aber es ist mir zu stressig, mich um alles zu kümmern. Um meinen Marktauftritt, um meine Visitenkarten, um die Homepage, um die Rechnung, um all das. Wenn ich mich um das kümmere, habe ich ein Problem.
natürlich, dann könnte ich vielleicht gucken, dass ich mich wieder irgendwie anstellen lasse. Ja? Und wenn ich hier unten in der Unternehmerecke bin, wenn mir das Risiko zu hoch ist, wenn ich die Ressourcen nicht zur Verfügung stellen möchte, ja, dann sollte ich es halt bleiben lassen. Also Fazit Nummer 1, suche dir deinen Quadranten und fühl dich darin wohl. Wir wenden so viel Arbeitszeit oder so viel Lebenszeit darauf auf, den richtigen Job für uns zu finden. Wir verbringen Jahre in Ausbildungen, aber wir verbringen keine Zeit damit, uns zu überlegen, in welchem Quadranten wir uns am wohlsten fühlen. Fazit Nummer 1. Fazit Nummer 2, und das ist genauso wichtig, das alles, das ist ein Ökosystem. Das heißt, diese verschiedenen Faktoren, die hängen alle voneinander ab und die hängen miteinander zusammen. Und wenn ich dieses Ökosystem irgendwie kaputt mache, wenn ich dieses Ökosystem irgendwie nicht wertschätze, dann funktioniert die Wirtschaft nicht. Und dieses Ökosystem ist relativ simpel, ganz klar. Wir brauchen diejenigen, die die operative Arbeit machen. Wir brauchen diejenigen, die das steuern. Wir brauchen die externen Impulsgeber. Wir brauchen die Fachkräfte und wir brauchen die Unternehmer, die bekloppt genug sind, das zu tun. Das heißt, Achtung, wir müssen die anderen verstehen. Also nein, der ist nicht faul oder irgendwie komisch, ja, aus Manager-Sicht, wenn der irgendwas macht, was vielleicht nicht dem Wohl der Firma dient, weil er das System nicht kennt. Der kennt das System nicht, er macht seine Aufgabe. Nein, das hier ist nicht der miese, peitschenschwingende Knecht, der Knebler-Typ, der die Leute irgendwie kaputt macht. Das ist nicht seine Aufgabe, der muss dafür sorgen, dass das System läuft. Nein, der ist nicht verrückt, wenn der viel arbeitet, wenn der gerne arbeitet. Der hat kein Burnout-Syndrom, der findet das klasse. Und das hier, das ist kein fieser, gemeiner Ausbeuter. Dieses System funktioniert zusammen, aber... Und jetzt das Fazit Nummer 3. Und das ist mir sehr, sehr wichtig. Wie in jedem Ökosystem müssen wir uns um die Schwachen in diesem System kümmern. Und Vorsicht, wenn wir jetzt alle sagen, die Schwachen, ist ja klar, der Mitarbeiter und Betriebsrat und Gewerkschaften, das meine ich nicht. Diejenigen, die Schwachen in diesem System sind, das sind 90% hier oben und das sind nur 10% da unten. Und rein numerisch sind die hier definitiv in der defensiven Situation. Die hier finden in der Öffentlichkeit nicht statt. Die finden in Schule und Ausbildung nicht statt. Die finden in den Medien nicht statt. Die finden in der Politik kaum statt. Wir haben ein System, welches sich vorwiegend um die beiden da oben kümmert. Und ich habe ein paar Ideen, wie man das verändern könnte. Idee Nummer 1. Ich wünsche mir, dass wir so früh wie möglich in Schule und Ausbildung die Selbstständigen, die Selbstständigkeit als Lebensform, Unternehmertum als Lebensform, den Leuten beibringen. Ich kenne so viele Menschen, mich eingeschlossen, die jahrelang arbeiten und zwar wissen, dass es selbstständige Unternehmer gibt, aber die nicht wirklich wissen, nicht wirklich spüren, nicht wirklich glauben, dass es geht, sich in diesem Bereich selbstständig zu machen und wirklich sein eigenes Ding zu tun. Es gibt so viele Ideen auf der Welt, es gibt so viele Leute mit so coolen Ideen, mit so tollen Impulsen, die keine Ahnung haben, dass sie das wirklich umsetzen können. Also Faktor Nummer 1, ich glaube, wir müssen so früh wie möglich, müssen wir das den Leuten beibringen. In die Unis, das muss in die Schulen, das muss vermittelt werden, gerade in den heutigen Zeiten von der Wissensgesellschaft. Wenn wir das nicht tun, dann versauen wir uns gegenseitig in die Zukunft. Faktor Nummer 2, und das ist wichtig, weil das bedeutet nämlich, dass ich Individualismus pflegen muss. Das bedeutet, dass ich Individualismus akzeptieren muss. Und ich weiß nicht, wie Sie das sehen, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich nehme wahr, dass in den letzten Jahren und Jahrzehnten gibt es einen Trend zur Standardisierung. Es gibt einen Trend zur Verschulung von Ausbildung. Es gibt einen Trend zur Verschulung in Studien, im Studium. Und dieser Trend ist furchtbar. Wenn ich mir überlege, wenn ich so höre, was heute in der Schule alles los ist, was wir uns damals teilweise noch rausgenommen haben, was heute nicht mehr möglich ist. Wenn man sich mit den Biografien von erfolgreichen Menschen beschäftigt, dann sind das nicht die Mainstream-Typen. Das sind nicht die brav studieren, die brav immer das machen, was der Lehrer macht, die brav irgendwie ihren Job erledigen. Das sind diejenigen, die ausbrechen aus dem System. Das sind diejenigen, die es testen. Das sind nicht diejenigen, die brav die Hausaufgaben machen, sondern die sich fragen, wie ist der geringstmögliche Aufwand, um irgendwie so durchzukommen. Und das ist ein Zeichen von Intelligenz. Das ist ein Zeichen von Intelligenz und von ökonomischer Intelligenz. Und diese ökonomische Intelligenz, die brauche ich wiederum, wenn ich als Selbstständiger oder wenn ich als Unternehmer im Markt erfolgreich werden soll. Dritter Punkt, das Wissen muss nicht nur, wir wissen das aber so, ja, die Politik soll und die anderen, die da oben. Nein, das ist auch ganz klar ein Appell an die Medien. Ich glaube, das, was wir heutzutage häufig in den Zeitungen lesen und im Fernsehen sehen, ist einfach nur Verdummung von Menschen.
Und zwar nicht deswegen, weil die Themen per se dumm wären, sondern weil ich den Eindruck habe, dass die relevanten Themen, die die Menschen wirklich weiterbringen, die finden in der Öffentlichkeit nicht statt. Wir machen seltsamste Shows, gucken wir uns an. Wir sehen komischste Service-Themen, wo Menschen, die sie voll in der Opferhaltung stecken, über das Leben meckern und rumschimpfen. Aber was wir den Menschen nicht beibringen, sind diese Grundhaltung, dieses Du kannst es selbst. Und das wundert mich nicht, weil wir eine Medienlandschaft haben, wo die allermeisten, die da drin tatsächlich tätig sind, eben alle selbst angestellt sind. Ja? Das heißt, die sind klassisch in diesem FK-Quadranten drinnen. Und wenn wir überlegen, dass wir eine Medienlandschaft haben, die sogar teilweise steuersubventioniert das alles tut, dann wird mir ganz schlecht. Das ist eklig. Und wenn ich mir überlege, was unsere großen, intelligenten Blätter teilweise für einen pseudo-intellektuellen Schmonz raushauen, aber sich zu fein dafür sind, über Unternehmertum und über Selbstständige zu sprechen, die mit einer grundsätzlichen Wirtschaftsfeindlichkeit in die Welt rausgucken, da wird mir übel. Also an diesem Punkt, bitte, 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 liebe Journalisten, guckt euch das an. Das Thema Selbstständigkeit und Unternehmertum ist verdammt interessant, auch für euch. Und Faktor Nummer 3. Ich glaube, wir brauchen dafür so wenig Regulierung wie möglich. Es hat sich so ein bisschen eingeordnet eingependelt, dass man versucht, für alles bei uns irgendwie ein Gesetz zu erlassen. Also wir regulieren hier, wir regulieren dort, es muss alles irgendwie geklärt sein. Und ich glaube, das ist genau das, was Leute, die unternehmerisch ticken, was Leute, die selbstständig ticken, genau nicht brauchen können. Wir brauchen im Prinzip so wenig organisatorische Hürden wie möglich auf der Welt. Und ich finde es total schön, dass unser Ausbildungssystem mittlerweile horizontal und vertikal durchlässig geworden ist. Also man kann heute vom einen Beruf in den anderen Beruf wechseln. Man kann heute, das ist Demokratisierung von Wissen, man kann heute sehr viel mehr als damals, vor vielen Jahren noch, zwischen den Systemen hin und her hüpfen. Es ist heute einiges weiterentwickelt, als das gewesen ist. Das ist prima. Aber bitte, halten wir doch auch, liebe Politiker, also wenn irgendein Politiker hier ist, halten wir doch bitte unsere Bevölkerung für intelligent genug, dass wenn sie die richtigen Informationen haben, dass sie mit diesem System umgehen können. Wir haben im letzten Jahr in Köln die Gedankentanken Lounge eröffnet und ich möchte gar nicht darüber anfangen zu motzen, was das für ein bürokratischer Spießrutenlauf gewesen ist, einfach nur in diesen Räumlichkeiten Kaffee für Gäste ausschenken zu können. Es ist Wahnsinn, es ist unfassbar und wenn es nicht ein paar gute Manager im System dieser Stadt gegeben hätte, die sich damit eingeschaltet hätten, wäre dieses Dingens nie auf die Welt gekommen. Und das ist meine nächste Bitte. Liebe Leute, so wenig regulieren wie möglich, so wenig regeln wie möglich. Lernen wir kennen die Prinzipien, wie Business funktioniert, wie die Welt funktioniert, wenden wir es an. Wir brauchen keine Menschen, die eine Obrigkeit brauchen, um selber zu denken. Wir brauchen keine Menschen, die Medien brauchen, um zu wissen, wie sie denken sollen. Wir brauchen denkende Menschen, die nicht fragen, darf man das, sondern einfach nur sich fragen, was geht, was ist möglich, was kann ich in dieser Welt dazu beisteuern, dass die besser wird. Wir brauchen Menschen, die neugierig sind. Wir brauchen Menschen, die wissbegierig sind. Wir brauchen Menschen wie euch. Wir brauchen Menschen, die Gedanken tanken wollen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderbaren, einen geilen Abend. Und vielen herzlichen Dank. Danke fürs Tanken, danke fürs Denken.